Die wichtigste Entscheidung war sein massives und deutliches Eintreten für die Gesellschaftsordnung und die Wirtschaftsordnung in Deutschland, soziale Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft von Ludwig Erhard war einer der Schlüssel für die Entwicklung Deutschlands. Das war immer umstritten, gerade am Anfang der Republik. Strauß hat sich voll und ganz dem verschrieben und hat, glaube ich, damit eine unglaubliche Weichenstellung in Deutschland für viele, viele, viele Jahrzehnte bis heute eigentlich gelegt.